Der ist krass, also ich finde, das ist einer der krassesten Charaktere im Anime. So vor allem der Krassheit, Alter. Ja, wann kommt die neueste Staffel dann irgendwann raus? Aber die ist doch noch nicht fertig, gell? Ja. Ich hab Manga ziemlich weit gelesen gehabt. Ja. Ja, das war krank irgendwann. Aber ja. Ich hoffe, die verlieren sich da nicht in diesen kranken. Ja, Mann. Weißt du, bei Dragon Ball, die haben sich irgendwann drin verloren, Mann. Ja, Digga, ich weiß auch nicht. Dragon Ball Super, ja. Ich fand's jetzt. Nee, ich okay, fand's aber absolut scheiße. Digga, ich schwör's, ich fand's absolut scheiße. Ja. Bis zu dem Punkt, wo er Ultra-Instinkt hatte. Da ab war's wieder episch, gell? Und sonst war's immer nur. Bis dahin absoluter Scheiß. Ja. Weil du. Dieses Kräfteverhältnis in dem Anime stimmt einfach nicht mehr. Seit Namek. Seit die von Namek zurückgekommen sind, stimmt's einfach nicht mehr. Ja. Weil du denkst irgendwann, guck mal, Beerus ist Gott der Zerstörung und da kommen trotzdem Leute, die stärker sind, so. So, das macht keinen Sinn. Okay, Bruder, du musst nicht gleich jeden Damage fressen, der kommt. Erlang. Ja, meine Freya ist tot, Digga. Oh nein, doch nicht. Meine Freya hat gerade einfach alles gefressen, was ging. Na gut, lass die pushen. Tim fragt, ob wir heute nur Ranked spielen. Ich denke schon, oder? Hä, hey, was? Tim fragt, ob wir heute nur Ranked spielen. Ja, heute eigentlich schon nur Ranked. Ich liebe Sacred Clear am Anfang. Ich liebe Freya Clear am Anfang. Ironisch gemeint, oder? Ja, ja. Pisser, ich bin fast gestorben. Wie kann man als Arthur so lange brauchen? Ich warte da gar nicht, Digga. Entweder ist der Solo-Laner da, oder er ist nicht da, Alter. Ja, aber das ist für den Solo-Laner richtig mies, Alter. Pech. Fuck. Fuck! Na, wieso war der schon da? Okay, da hättest du dich jetzt nicht picken lassen müssen. Achso, TS Jungle. Jetzt wird's hart, Bruder. Zwei Lanes verlieren schon. Mitte fehlt. Stabil. Warte, den fahren wir nicht mehr. Ich glaube, das ist halt nice, Alter. Sehr schön. Das war gerade hart mit dem Farm hinterher, aber ich helfe lieber, dass der Arthur jetzt kurz schnell hochkommt, damit der nicht mehr. Ja, eben. Der nervt dann eh jeden. Ja. Ich nehme alles zurück für meine Freya, Digga. Oh, nice. Ja. Achso, ihr seid ehrlich. Like a rock. The sand rises. Ja. Was ging sonst so bei dir heute? Gut,
gute Frage, Digga. Ich war bis 6 Uhr morgens wach gestern. Weil ich noch ein Game machen wollte, hab's aber wieder keinen Sinn bekommen. War nur alles scheiße. Dann habe ich gepennt bis 14 Uhr. Eigentlich wollte ich klettern gehen, gell? Boulder. Ja. Aber wurde nichts draus. Weil ich gepennt hab. Egal, du hast es vor, Bruder. Ja, eben. Ich hab's morgen nochmal vor. Sonst nichts. Was ging bei dir? Ja, auch arbeiten. Arbeiten, bis ich zu Hause war, eine Stunde gefühlt. Ja. Weil immer Stau ist. Yes. Bist du jeden Tag im Stau? Naja, kommt drauf an, wie viel ich heimgehe und ob es regnet, Digga. Sobald es in Hamburg regnet, man denkt, die wissen alle nicht mehr, wie man Auto fährt. Wahrscheinlich sehen sie aber nicht. Aber regnet es ja gefühlt jeden Tag, Digga. Aber ja. Kommt drauf, ja. Nein. Stabilität. Und du bist tot, oder? Also dafür sterbe ich, egal vom Tower. Ja, okay, vom Tower. Ich hab meine einzige Schüsse. Schade. Dann habe ich gekocht, Digga. Ich weiß nicht, was ich gekocht habe, aber ich habe irgendwas gekocht. Kennst du das manchmal? Also ich bin immer so, ich mache Freestyle-Kochen, weißt du? Was für Freestyle-Kochen, Digga? Ich habe kein Rezept. Ich rieche und guck, wie es aussieht oder misch Sachen, weißt du? Ja. So, manchmal schmeckt es richtig geil, manchmal nicht so geil. Und dann verliere ich mich mal so drin. Ich mache so Gewürze, die man eigentlich gar nicht zusammen machen sollte, weißt du? Und dann nehme ich irgendein anderes Gewürz, um einfach einen normalen Geschmack hinzukriegen. Kommt da irgendeine Scheiße raus, oder was? Nee, es ging heute, Digga, aber ich war kurz davor, wieder irgendeinen Scheiß draus zu machen. Ich hab mir heute überlegt, die ganze Zeit, wie ich diese Mangosoße von den Indern hinkrieg, Digga. Weißt du, wie du hinkriegst? Nein, keine Ahnung. Easy, Alter. Ja, sag doch. Achso, ja, Digga, ich hab eine kurze Pause gebraucht. Der sagt easy, hat aber keine Ahnung. So, ich warte hier. Ich komm mal in die Mitte, vielleicht nicht von da. Ja, roam mal ein bisschen, Digga. Schluss. Ich bin ja gar nicht am Roam, Digga. Am Roam? Roam, Roam. Roam, Bro. Oh. Tja, du stirbst, Bruder. Kannst du den mal töten? Ja, mein Eins war noch nicht ready. Ach, was willst du unten, Bitch? Oh. Ich bin weg. Ich bin weg, du. Falls du ein Schild brauchst, Alter, ich bin da. 1 für 1. Okay. Ja, erzählst du es heute noch? Was? Achso, ja. Ich war gerade konzentriert, Digga. Du leidest ein Gedächtnisschwund, Bruder. Nein. Ja, also Basis ist so ungefähr, du brauchst indische Currygewürze. Du nimmst Kurkuma Currypulver. Ja. So. Knoblauch. Ja. Dann nimmst du Kokosnussmilch. Ne? Okay. Nimmst Mango. Also echte Mango. Ja. Und die Mango tust du dann da drin auflösen. Also du präbst und dann tust du die kleinstellen und die lässt also du. Also so Püree-mäßig einfach rein. Du lässt einfach gucken, weil die Mango. Nee, die Mango löst sich mit der Zeit auf, wenn du es kochen lässt. Achso. Na gut, aber ohne Kern. Mangos haben keinen Kern. Außer, klar, achso, du meinst Mango. Den Kern. Ich meine, ja, natürlich ohne den Kern. Nee, du schälst die Mango und tust nur das Fleisch dran. Ja, okay. Und dann tust du es halt würzen. Gott, ich komm zu dir. Bruder, geh drauf, ich hab Schild. Könnt ihr mal den töten? Da stehen, Digga. Oh, nice. Geht auf den Hund. Es gibt auch auf ihn drauf. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht, nein. Ja, Arthur ist hier, Bruder. Du brauchst keinen Mana. Ja, so, und dann schmeckst du dein, machst du Salz, Pfeffer. Die benutzen halt auch zum Beispiel, die Inder benutzen viel so, fertig, so Masala-Pulver. Ja, aber wie kriegen die... Kannst du so kaufen. Guck mal, die kriegen es immer voll, so dickflüssig und so.
Das Pulver? Nein, die Soße, die Mangosoße. Ja, ja. Die ist ja ein bisschen dickflüssiger. Ja, das ist normal, wenn du sie kochst, mit Kokosmilch und so, die tun auch sehr viel Sahne rein. Okay. Sahne ist extrem viel drin, also ich glaube fast keine Milch, nur Sahne und Kokosmilch ein bisschen. Morgan, Ulti. Na gut, dann, ich habe noch eine Mango zu Hause. Aber ich brauche diese indischen. Ich habe Curry zu Hause. Was habe ich noch? Kurkuma oder was? Kurkuma. Oh, Scheiße. Bruder. Ares und. Ja. Also, viele Sachen, wie du dieses fertige indische. In diesen indischen Restaurants kriegst, kannst du eigentlich echt. Mit Sahne und dann halt diesen Pulver, was die benutzen. Okay. Das ist genauso wie bei Thailändern, die haben ihre Currypasten. Die kannst du so kaufen, ich habe mir die auch gekauft, ne? Ja. Ich hab diese Currypaste reingehauen, Kokosmilch, Sahne. Digga, das hat genau wie beim Thailänder geschmeckt. Oh, okay. Tür kommt zu euch. Ja. Zieh euch zurück. Morgan war auch gerade hier. Ich gehe kurz meinen Weg und dann komme ich zu euch. Ja, komm zum Red, komm zum Red, komm zum Red. Ah. Ares hat auch keine Ulti. Ja. Geh auf Ares, Digga, der ist ja auch fast tot, Alter. Ich bin bei der Stelle. Ja. Die muss für die peelen. Okay. Die haben Red Buff gemacht. Ich hab noch Ulti, ich hab Sprint, ja. Digga, ich hab alles. Ich hab auch Schild, geh rein. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Fuck, Digga. Nee, das ist scheiße hier, Bruder. Ja. Wenn unser Team da geblieben wäre, vielleicht. Ja, die waren Dings, die wurden von Apollo geultet. Stella Ulti, Morrigan Ulti. Okay. Ich lauf in deine Richtung. Ja! Du Tier! Nice! Okay, ich bin weg. Die konnten nicht zu uns kommen, weil ich Apollo hat die geholtet. Nice, Alter. Wenn Digga, dieser Ares, ich hab Freya retten können, aber komm schon, töte ihn. Jawohl, ja, stabil, okay, Gold Fury? Ja. Das nervt mich. Das ist lustig, ja. Okay. Wow. Das war gerade knapp, Digga. Wird links zweifach gegankt, aber das juckt den eh nicht. Du meinst Arthur? 20, Das ist Sylvanus, Digga, scheißegal. Guck diesen Bastard an, Digga. So ein Bastard, oder? Ich hasse ihn, obwohl er in meinem Team ist. Scheiß drauf, Digga. Fokussen wir den erst überhaupt nicht mal die Lane, Alter. Digga, der Erlang hat nichts mehr. Aber Apollo und so pushen rechtlich, deswegen gehe ich noch rechts. Oh, Apollo Ulti kommt. Ich komm. Ich habe aber keine Ulti mehr. Okay. Beide Ultis down. Digga, das war die Morrigan Dings. Nice. Egal, guter Sprint, Digga. Richtig gut. Ist die Morrigan weg? Nein, Digga, mein Alter. Die war zu weit weg von meinem. Ja. Ich hätte auch nicht drauf reagieren können, Digga. Ich nehme den hier mit, ja. Ja, genau, nimm Red. Die nimmt da rechts den Tower wahrscheinlich. Ja.
Der verfolgt uns. Er geht zu Freya, er geht auf Freya. Yo, mein Gott, Digga. Der wurde ja gerade ausgelöscht. Ares kommt zu euch. Ja. Da ist auch eine Morrigan beim Red von denen. Der ist am Mitcampen. Oh, der ist alleine, der ist allein. Der Ulti. Ich bin fett. Okay, die Morrigan ist abgehauen. Guck mal, Digga. Das ist halt das, wenn du einen Solo-Lena als Auto hast. Du musst dir einfach keine Sorgen machen. Am Anfang hätte er, waren die auch ziemlich gleich, aber sobald der halt Gladiator-Schild ist halt das. Dann ist vorbei. Ach, Digga, das Leben als Gap ist so gechillt, Digga. Ja, ich finde aber, wenn man wirklich Gap spielen will, braucht man echt Skill mit dem, finde ich. Ja, irgendwie schon. Du musst voll drauf achten, dass du die Leute schildest. Ich kann Gap gar nicht. Apollo Ulti down. Ja, die kommen zu euch. Ja, die kämpfen halt einfach auf der Solo-Lane weiter. Oh, der Tier. Der ist hier beim Purple. Scheiß auf den Tier, Digga. Morgan und sowas. Ah, das ist auch voll low. Tier. Ja, ja. Okay, der ist weg. Hinter uns kommt gleich einer. Oh, schade. Willst du reingehen? Ich hab Schild. Ja, nee, scheiß drauf. Okay. Apollo pusht die Midlane. Ja. Ja, an sich sollten wir Pyro oder sowas machen, ist gerade sinnlos. Ja, ich mach halt nichts. Der Arthur wird die eh nerven, also. Ja. Wenn du willst, können wir auch da jetzt sogar reingehen. Ja. Oh, der Blip. Das waren jetzt zu viele. Oh Mann, der Langschein ist so low. Die Morrigan hat keinen Mana. Nein, Egg ist down, Morrigan. Kein Mana. Spring über Blue. Ah, schade, die ist weg. Oh. Nein! Nein, du hast die falsche erwischt. Schade. Nein. Südele. Bei denen haben zwei überlebt. Ja. Ja. Hast du überlebt gehabt? Nein. Schade. Mich nicht. Was will ich denn damit, Digga? Ich verkack's auch gerade bei der Morrigan. Ich gehe immer auf ihre scheiß Decoys. Richtig nervig. Die hat doch voll Cooldown wahrscheinlich, oder? Ne, 20%. Kommt mir vor, als hätte die den Scheiß so jedes Mal halt. An der Ward, an der Gold Fury ist keine Ward. Okay. Dann mach mal Gold Fury gleich. We need walls. Und eigentlich hätte ich auch Shifters holen können für Power. Dicke, an sich, wenn ein Auto herkommt, wir könnten voll schnell Gold sniffen. Ja, ja, mach Gold, du. Scheiße, ob Tier 1 drin ist. Weiß nur nicht, ob der Apollo gleich ulten wird. Ich
Gott. Yo, nein, Mann. Retreat. Schade. Ist auch noch aktiv, oder hast du schon? Also ich hab schon Pestilence. Schön. Piss dich. Oh, schade. Der hat Eggs, Digga. Egal, wirf. Weil der rechte Tower geht gleich down, ja, glaube ich. Das sind Minions. Ja, das sind ohne Minions. Ja. Ja, das ist Freya, Digga. Können Feuer machen. Ah, okay, so lange. Ah. No. Ah, die Morgan, die spielt auch gut, Alter. Ja, sie ist jetzt auch wieder auf der Mensch. Sie macht jetzt weg. Oh, schade. Oh. Ah, sie gerutet in dieser Cat. Jetzt sollte sie tot sein. Nice. Okay, Freya, chill dein Leben. Hallo, kommt gleich. Ja, können wir gleich machen. Er dauert noch ein bisschen. Braucht ewig, bis er spawnt. Okay. Ja, der dauert echt noch. Der Langshan ist gedasht. Ja. Apollo kommt rein. Ja. Tier ist auch Freya. Apollo kommt. Ja. Okay, ein bisschen chill. Arthur ist immer noch rechts. Ja, der kommt gleich, der Arthur. Ja. Er hat kein Healing? Ja. Nice. Ja. Steifen wir. Der Auto soll eigentlich peelen, Alter. Den kann man töten. Oder auch nicht. Bin ziemlich low. Ja, den kann man immer noch töten eigentlich. Ja. Der ist geslowt. Body block. Nice. Ich glaube, Tio geht taunted. Jawohl. Ja. Keine Ahnung, was der Auto die ganze Zeit macht, ehrlich gesagt. Digga, ich weiß auch nicht, was der macht. Okay, ist ja egal, was er macht. Der war irgendwie die ganze Zeit, der wusste nicht, was er machen soll, glaube ich. Ja, er wusste nicht, ob er Mitte bleiben soll und vielleicht zu uns kommt oder zu Apollo. Ja. Trotzdem ein Hund, das ja Auto spielt. Ist so. Fickt euch von Herzen, fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.